Die Tankstelle, hat die offen? Hat die offen oder hat die zu? Das wäre ja genial. Ich guck mal, ob die offen hat. Ich würde nämlich liebend gerne tanken. Nee, ich glaube, die hat zu. Ich glaube, die hat zu. Da sitzt keiner. Okay. 24 Stunden tanken steht da. Aber irgendwie nicht. Oh, jetzt geht's bergauf. Jetzt geht's bergauf. Aber richtig steil. Gut. Dann fahren wir mal ein Stückchen weiter. Und Schwung holen. Obwohl, da könnte ich noch mal ein bisschen langsam fahren und gucken. Braunlage, 25 Kilometer. Wir fahren Braunlage. Ganz genau. Oh Mann. Schaut euch das mal an. Schön. Echt schön. Eine Tankstelle wäre auch schön. Und es hat sich ganz schön abgekühlt. Es ist recht kühl geworden. Diese Häuser, die hier so an der Straße stehen, ist schon lustig. Ei, der wollte nicht. Und 20 Kilometer weiter. Okay. Da fährt ein alter Mercedes. Man hört ja, ne? Wie der Motor arbeitet. Hier geht es wirklich nur steil bergauf. Ja, wir müssten geradeaus weiter. Eine Tankstelle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Eine Tankstelle. Oh, ganz schnell ran. Das war Glück. Eine Tankstelle. Leute, ich freue mich riesig. Und wir tanken auch das gute V-Power. Jawohl. Ja, wir können weiter. Meine Batterie ist immer noch leer, komischerweise. Also, da muss ich wohl oder übel die nochmal nachladen. Gut, Tank ist voll. Ast rein. Strom drauf. Ein bisschen über 1,5 Liter habe ich den Tank bis jetzt leer gefahren. Das heißt, wir können jetzt noch erstmal unsere 25 Kilometer weiterfahren. Und Richtung Braunlage. 23 Kilometer. Wir fahren jetzt Richtung Braunlage. Junge, nicht schlecht. Landwirt ist an Arbeiten. Gut, wir gucken jetzt mal Braunlage, Andreas, also St. Andreasberg, Altenau. Wir fahren jetzt einfach gerade weiter. Wir haben ja Sprit. Da kann ich jetzt auch weiterfahren. Und
Und wenn ich wieder Sprit irgendwo bekomme, dann tanke ich wieder nach. Dass ich ja nicht in Panik versetzt werde. Hallo Motorradfahrer. Okay. Und mit meinem Navi ist auch egal, solange ich Sprit bekomme. Oh, da hinten herrscht aber ein großes Baumabsterben. Ui, 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 ui. Das sieht ja mal böse aus. Ja, der Harz, der hat ganz schön gelitten. Ne? Das ist ja hier alles schon Harzgebiet. Aber ich glaube, das kann man auch noch gar nicht... Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahnsinn. Ich muss hier mal rechts ranfahren. Ah, da sieht man es. Ich muss hier mal rechts ranfahren, weil ich muss meine Jacke richtig zumachen. Was haben wir denn hier? Pflaumenteich, okay. Hirschler. Oh, ich rolle. Na ja, gut, aber wir fahren jetzt weiter geradeaus. Nur ich muss meine Jacke mal kurz zumachen. Ja, das sieht echt irre aus. Gut, und wir fahren jetzt weiter. Ich mache das Visier mal runter, aber ich glaube, da hinten sind auch noch abgestorbene Bäume. Das ist schon echt Wahnsinn. Das sind Tannen, ne? Das waren Tannen auf jeden Fall, die hier... Junge, was ist das denn da hinten? Ein See? Ein See! Ha. Da kann man mal sehen. Da seht ihr, ebenfalls abgestorben. Ah, und das Heidekraut wächst. Ich glaube, das ist Heidekraut. Oh, toll. Oh, es geht bergauf. Hört ihr das? Junge! Aber gleich geht's wieder bergab. Gleich geht's bergab. Wir müssen nur diese Kuppe haben hier. Ja. Boah, die Bäume sterben hier reihenweise ab. Wahnsinn. Und weit und breit kein Auto großartig, also hinter mir. Schon verrückt. Also ich kann euch jetzt echt nicht mehr versprechen, ob wir es bis zum Tor schaffen. Ja, kann ich nicht versprechen. Ich fahre auf jeden Fall noch so weit, wie es geht. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Die Bäume hier wegsterben. Oh, wenn ihr das sehen könntet, diese Ferne. Und das geht gerade bergab. Ich lasse mich nur rollen. Und schwupp, da war der erste Akku leer. Oh, ich weiß gar nicht, habe ich denn jetzt überhaupt genug Power? Oh ja, die Batterie lädt sich. Wir können wieder auf den Highway können wir. Und wieder das Schöne genießen. Ja, einen Akku habe ich mitgenommen. Ich habe allerdings kein Ladegerät mitgenommen. Das hätte ich mal machen sollen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel filme in dieser Zeit. Aber doch. Also das nächste Mal weiß ich Bescheid. Ich hoffe, wir erwischen wenigstens noch so ein bisschen von unserem Ziel. So, Straße gesperrt. In welche Richtung? Oh, hier geht's bergab. Braunlage ist offen. Das ist gut. Also nur der Abbieger. Altenau, Braunlage, jawohl. Das ist doch gut.
Mehr möchte ich gar nicht. Oh, es geht ganz schön steil bergab hier. Aber dafür geht es da vorne schon wieder steil bergauf anscheinend. So, Braunlage. Oh, warum ist eine Braunlage gestrichen? Ach du meine Güte, wir müssen anders fahren. Okay, wir müssen jetzt hier links runter. Okay. Ach du meine Güte. Naja gut, solange wir weiterkommen, ist alles im grünen Bereich. Ja, wenn es so bergab geht, dann rollt der Roller echt von ganz alleine. Und wir haben hier einen kleinen Bachlauf. Altenau, Schulenberg, und wir fahren jetzt ja im Grunde Richtung Goslar, weil die andere Strecke ja gesperrt war, aber trotzdem, es geht nichts darüber, um diese Aussicht hier. Wahnsinn. Wenn man hier wohnt, man das goldene Los. In manchen Sachen vielleicht. In Sache Natur, sage ich mal. Aber man bekommt hier natürlich auch viel mit, wie die Natur hier leidet zum Teil. Ne? Tja. Es ist nun mal so.